Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Ihr habt ja gesehen, es waren keine 10, es waren 20, die man machen muss. Ja, und ich habe jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe, genau 19 Tomberries gemacht. Hab mir gedacht, ich nehme euch zum 20. noch hinzu und dann sollte ja hoffentlich was Neues passieren. Wehe, wenn nicht. Ich habe das im Buch nachgelesen extra. Könnte ja sein, dass es erst ab 20 rein theoretisch vorkommen kann, dass er vorbeischaut oder so. Das wird mich ein bisschen ärgern. Ich werde euch die Taktik zeigen, wie ich fast alle Tomberries erledigt habe. Ich habe hier nämlich mal wieder Squalls Multi-Dingens ausgenutzt. Und da hat er ja mittlerweile auch verschiedene drin. Und ja, ich bin ein bisschen besser geworden, was die Auslöse angeht. Ich hatte ja auch Zeit zum Üben. Der Schicksalszirkel. Yay, das ist das Beste, was er machen kann. Ist jetzt im Grunde genauso effektiv fast wie in Diabolos. Nur geht's schneller. Nur Selfie kuppelt halt noch ein bisschen rum, aber die habe ich mehr auf die Heilung beschränkt. Ich denke, das ist auch genau die gleiche Taktik, die ich beim Tomberry-König anwenden werde. Aber das richtig Schlimme, Freunde, ist ja... also nur für die Leute, die es nicht so genau wissen, wenn ihr diesen Tomberry-König haben wollt, ihr müsst, wie gesagt, 20 Tomberries machen, allerdings am Stück. Ihr dürft nicht rausgehen und speichern nach dem 20. ansonsten wird das resettet. Das ist das Problem. Was natürlich Umkehrschluss bedeutet, wenn der König euch dahin rafft und ihr wollt es nochmal versuchen, müsst ihr davor wieder 20 Tomberries killen. Das ist widerlich. Deswegen habe ich ein bisschen Angst. Ganz ehrlich, wenn ich drauf gehe, ich probiere es nicht nochmal, also zumindest nicht sofort. Dann probiere ich später mein Glück nochmal, weil das frisst doch schon enorm viel Zeit, wie ihr euch vorstellen könnt. Und sowas, genau sowas finde ich schon, habe ich schon immer total fies bei Final Fantasy. Das sind doch so Sachen, ich meine, bitte, wenn man jetzt kein Buch hat, ja, und, oder noch nicht unbedingt wo nachschauen möchte im Internet oder sonst wo. Das ist so Zeug, ey, wie soll man da drauf kommen? Jetzt mal ehrlich. Da kommt doch kein lebender, normal denkender Mensch drauf, sondern nach dem Motto, ach, das sind Tomberries, ich mache jetzt 20 Stück auf. Also, bitte, wer macht das? Naja. So, ja, es ist zufällig, wie oft hier der Auslöser kommt. Manchmal macht er dann auch sein altbekanntes Zeug, manchmal eben auch nicht. Ich denke, oh, shit, ach, es war eben drin. Ich hätte gar nichts machen müssen, jetzt geht's. Nach diesem Multi-Dingens dürfte der auch schon tot sein. Und dann bin ich mal gespannt, ob dann sofort der König kommt. Ja, es klappt jetzt wunderbar hier, deswegen sehr geil. Das war's schon. Also allzu lange hat es jetzt nicht gedauert, aber trotzdem. Ah, da ist er! Ha. Wie auf Bestellung, mein Freund. Jetzt ist natürlich der Boden des Schattens blöd. Das habe ich nämlich auch im Buch gelesen. Der funktioniert hier jetzt nicht. Schade. Aber andere GS sollen funktionieren. Und garantiert auch Squalls Multi-Slasher. Ich weiß gar nicht, Multi-Technik, Multi-Break, keine Ahnung. Ich nenne es jetzt einfach Multi-Slasher. So, der Tomberry-König. Ey, hoffentlich schaffe ich den. Ich habe gerade ein bisschen Panik. Ich hoffe, es ist kein Fehler, Squall in so einem Low-Level-Bereich, Low-HP-Bereich zu lassen. Naja, wir werden es ja sehen, was er drauf hat. Wahrscheinlich so ein ultimativer Todzauber. Aber solange er es nur auf einen macht, ist ja gut. Außerdem möchte ich gucken, was der so hat für mich. Mist, ja, war klar. Was süß mit seiner Krone, oder? Ich finde die schon ein bisschen knuffig da, also... So, das sollte funktionieren. Ich werde jetzt mal... Ach ja, genau, ich könnte Thorn. Sehr gut. Ein perfektes mal wieder. Mit Grobspalter, wunderbar. Was hast du denn? Tod Vitran Engel. Ah, schade. Hätte der ein höheres Level, hätte er an dieser Stelle Erzengel, was mir natürlich ein bisschen gelegener käme, wenn er mich jetzt gleich tötet und so ein Mist. Okay, ich lasse es so. Wie viel Schaden machst du? Das ist lächerlich, mein Freund. Dann werde ich jetzt eine normale GF draufhauen, eine Shiva. Geht wenigstens schön schnell. Ach, hier werde ich... Ja, bloß bringt ja nichts. Na gut, mach ich Ifrit, das sollte schnell gehen. Und hier nochmal ein Multi. Also sein normaler Schaden ist lächerlich. Aber ich werde ihn garantiert nicht unterschätzen. Vermute mal, dass er noch mehr drauf hat. Ich habe noch gar nicht auf den Schaden geachtet, aber ich denke mal, dass er gut ist, oder? Naja. Ah, sieht geil aus, was er da macht, unser Squall.
Das Praktische ist einfach, selbst wenn er jetzt meinen Squall umhaut, mit einem Engelzauber ist er schon wieder im gelben Bereich und ich kann einfach so weitermachen mit dem Limit. Also, das ist im Grunde eine ziemlich geile Taktik. So, hier jetzt ordentlich anfeuern, ohne Fehler, wenn es geht. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ich habe echt Panik, dass ich hier versage. Ich kann das nicht gut verstehen. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig an ihn erinnern. Ich weiß nur noch, wie gesagt, man kriegt ihn als GF, aber er ist eine ziemlich lächerliche GF. Er ist eigentlich eine Fun-GF, glaube ich. Und irgendwie ist er ist schon süß, ne? Sein Messerchen und seine Laterne, die gab es nicht in seiner Größe. Aber immerhin die Krone, hey. Also die Krone haben sie angepasst. So, sehr gut. Ah, das zieht geil rein. Fällt mir richtig gut. So, dann machen wir es gleich nochmal. Da weiß ich wieder nicht auf den Schaden geachtet, aber wird schon ansprechend sein. Im Buch stand, er hat sehr viel TP. Ich habe jetzt nicht wirklich eine Taktik mir durchgelesen, nur eben, wie er kommt. Das werde ich nur immer handhaben. Also Spezialdinger nimmt man halt einfach gerne mit. Und man hat, wie gesagt, keine Chance, das allein rauszufinden. Ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Damals war halt so ein Lösungsbuch, ich weiß, wir hatten das Thema schon mal, aber warum ich auch eben diese Bücher so mag. Damals ohne Internet waren die absolut wie ein Goldschatz, ganz ehrlich. Oh, jetzt wird er mir Squall töten. Oh ja, das ist eindeutig. Gut, macht aber nichts. Dann werde ich eben mal Engel auf ihn sprechen. So, und hier gleich wieder anfeuern. Ich stirb der jetzt nicht. Der Schaden wie AP. Also der König. So, aber ich finde es irgendwie lustig. Jetzt ist die Woche schon wieder fast um. Und ich sehe es kommen, Leute. Wir stehen dann wieder vor dem blöden Trapia-Garten. Irgendwie ist es ja lustig. Schon seit 2 Wochen wollen wir dahin. Und naja, aber es ist ja nicht so, als würden wir nichts tun in dieser Zeit. Wir haben hier wunderschöne Ablenkungen hier. Ich werde nochmal die Gruppe wechseln. So langsam habe ich mich an den 2 Frauen satt gesehen. Klingt jetzt vielleicht fies, aber ist eben so. So, und schon ist Qual wieder einsatzbereit. Ich finde das geil mit dieser Taktik. Ich glaube, das mache ich jetzt immer. Stampfer. Was schmeißt der da auf mich? Fußball? Fangen? Hallo? Aua. Oh, 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 oh. Das hat mich jetzt aber nicht verwirrt, oder? Das sah nämlich eben so aus. Nee, es hat mich verwirrt. Okay, ich muss mich ein bisschen... Warte mal, wie machen wir das? Wir... Nee, das machen wir erstmal ein Vitra auf Quistis. Das ist mir jetzt ein bisschen zu knapp hier, ehrlich gesagt. Die 2 anderen müssen in einem hohen Bereich sein, sonst wird das gefährlich. Wenn er diese blöde Attacke da nochmal macht, dann habe ich ein gewaltiges Problem. So, du kriegst erstmal einen Slasher und du machst ihn auf dich selbst. Gut. Schade, nur einen kleinen. Okay, die ist voll geheilt. Dann können wir wieder... mal was anderes, aber die brauchen halt so lange. Ach komm, wir haben schon ewig lang nicht mehr unsere Brothers angeguckt. Was soll's, auch wenn es lange dauert. Ein bisschen Spielerei muss sein. Ah, ist schon wieder ein blankes Messer. Es lohnt sich fast nicht in diesem Low-HP-Bereich. Vielleicht sollte ich meine Taktik überdenken. Weil da belebe ich jetzt doch ein bisschen zu viel. So, Squall, bleib auf dem Bein. Wir brauchen dich und deinen Slasher. Auch wenn es nicht so heißt. Ja, bei Selfie darfst du dich austoben, sonst haben wir es da. Na egal. Trotzdem auch hier nochmal ein Lied versprechen. Obwohl, das ist Schwachsinn. Das lassen wir. Ah, die Brothers kommen. Yay. Leider, während ich diese ganzen 19, 20 Tomberries gemacht habe, kam kein einziges Mal mehr Odin. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Odin kommt, scheint doch relativ selten oder er hat einfach keinen Bock bei Tomberries. Naja, auch egal. Geil, die Brothers, oder? War nicht so effektiv, aber lustig. So, was macht jetzt Selfie Schönes? Hab ich schon... Ach ja, ich hab schon gedrückt, ja. Aber machen wir nochmal Shiva. Momentan sieht's ja gut aus. Alles sind wohl auf. Oder soll ich lieber warten? Ach, ich warte lieber. Ich halte sie mir als Reserve, falls er wieder so eine ganz fiese Attacke macht. Kann ich gleich heilen. Das ist eigentlich Quatsch, komm. Das ist ja auch fast wieder ansatzbereit los. Wollen die Offensive hier.
Ja, wir teilen gut aus. Also, wenn das so weitergeht, sollte nichts schief gehen. Vielleicht nochmal, komm. Okay, das geht noch. Wir machen Siren. Bisschen Abwechslung hier, muss sein. Alle GFs einmal durch, bitte. Okay, sollte ich bei Selfie dann auch mal machen. So. An der Stelle möchte ich mich auch mal ganz liebe Grüße an Greenhorn86. Mir ist immer wieder aufgefallen, was für tolle strategische und hilfreiche Tipps es mir gibt. Ich werde darauf am Montag in meinem Theorie-Part wieder ein bisschen näher eingehen. Du hast mir auch den Tipp gegeben mit dem Gegner 0 und 50%. Habe ich bewusst ignoriert, wie gesagt, bisher. Nur hier hätte ich es halt gerne gehabt bei Odin. Aber gut, ist jetzt ja auch problemlos so gegangen. So, und gleich noch ein Multi. Wunderbar. Jetzt vielleicht doch nochmal heilen. Selbst. Das läuft, Leute. Hochspalter, hau rein, Squall! Bam! Hoffentlich kriegt man von dem wenigstens noch was Nettes. Also, GF, klar, ist natürlich was Feines. Aber die anderen 20, ey, mit ihren einen einzigen AP und zu vielleicht ein Küchenmesser. Ich hätte würgen können. Das hat das Ganze ja noch ein bisschen unerträglicher gemacht. Was machst du? Okay, das können wir so lassen. Ich könnte aber mal Quistis heilen, sehe ich gerade. So. Läuft doch wunderbar bisher. Siren! Ah, verdammt. Ich wollte gerade drücken und dann... So, Dille. Noch weiter und weiter. Nochmal an dieser Stelle ein kleiner Hinweis an alle Triple Triad Interessierten, die jetzt vielleicht den letzten Triple Triad Part nicht gesehen haben. Ich plane wieder ein Online-Turnier. Am 30.08., das ist ein Donnerstag, um 21 Uhr geht's los. Nähere Infos bitte aus dem letzten, der gestern erschienen ist, denke ich mal. Boah, jetzt hat's kurz geruckelt, please. Da gibt's nähere Infos, wie das ablaufen wird. Es wird nicht mehr so kompliziert ablaufen wie das letzte Mal. Es gibt kein Turnier, wir spielen einfach drauf los. Eventuell auch mit Skype, falls vorhanden, aber keine Pflicht. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. So, was machst du? Ein Stampfer? Oh, der Stampfer ist gefährlich. Da fange ich jetzt schon mal an, mich wieder zu heilen. Einmal auf Quistis, bitte! Vielleicht auch Squall wieder beleben. Hätte doch denken können, ey. So. Es läuft, es läuft. Der kann uns eigentlich gar nichts, es sei denn, er hat noch was ganz Fieses drauf. Er ist von diesen... all diesen Tomberry-Königen, die es ja in jedem Teil fast gibt, ist er noch ein relativ harmloser, oder? Also ich finde ihn jetzt nicht so schwer. So, gibt's noch ein Multi. Selfie kriegt noch Vitra. Mann, oh Mann, das zieht sich ganz schön. Ich glaube, wir machen heute nichts mehr anderes, wenn das so weitergeht. Aber, ja, ist halt ein TP-Monster. Was will man machen? Ich kann mal wieder eine GF raushauen. Ach, ich muss ja unbedingt eine dritte GF geben. Das ist ja öde. Die kann ja nicht schieber. So, sehr gut. Super, lebt noch. Und schon geht's los. Könnten wir mal wieder... Wir haben halt Ifrit nochmal. Hallo Shiva! Wenigstens geht sie schnell. Okay, warten. Ich habe so das Gefühl, dass es nicht mehr lange dauert. Ah, sehr schön. Kaum einen Stopfen gehabt. Okay, schöner Schaden, aber das juckt den König einfach nur nicht. Naja, der Mutti, der ist mir fast lieber wie die ganzen Aufrufe, der geht so schön schnell. Es ist mir ein bisschen zu riskant, diese Taktik mit allen Charakteren zu machen, das könnt ihr sicher gut verstehen. Oh Mann, jetzt stirb doch mal, Junge. Naja, gut. Shiva und Multi, yay. Gleich nochmal. Ach ja. Die optionalen Endgegner. Da kommen noch heftigere, glaubt's mir. Es gibt einen, viele resignieren, was ich schon gehört habe, natürlich erst auf CD4. Ich freue mich schon drauf. Ich habe den gar nicht so schwer in Erinnerung. Also,
dieser High-End-Content, so nenne ich es einfach mal, bei Final Fantasy, der ist ja schon teilweise sehr herausfordernd. Die Story an sich ist natürlich lame, also was die Schwierigkeit angeht. Aber wenn man so die stärksten Gegner des Spiels machen will, da gibt es einige Herausforderungen. In FF7 damals habe ich mit sehr viel Mühe und Not alle Weapons besiegt. In Final Fantasy 9 habe ich noch nie diese Yadis besiegt, aber gut, da war ich auch nicht so dahinterher. Bei Final Fantasy 10 wiederum, das ganze Monsterfarm der Richter und alles, was dazu gehört, ach Gott, das ist unmöglich. Nee, nicht unmöglich, ich habe ja alles gemacht, aber unfassbar viel, was es da gab. In FF8 wiederum, da hat mir die Herausforderung ein bisschen gefehlt. Also dieser angeblich letzte schwierigste Gegner, der fand ich nicht so schwierig. Aber ich schätze einfach mal, das hat damit zu tun, weil eben die Gegner sich in unserem Level anpassen. Und dadurch ist es immer in gewisser Weise balanciert. Naja, meine Vermutung. So, Mensch. Ah, shit, jetzt haben wir leider kaputt gemacht. Okay. Naja, der Schaden war jetzt natürlich Pipi. Komm jetzt. Ich will, dass du stirbst. Jawohl. Er schwankt und fällt. Der Tombury-König wird zu einem kleinen Pimpf. Süß. Und fortan. Es tut mir leid. Tombury schließt sich euch an. Yay. Hat sich die Mühe ja gelohnt. Ach schön. Eine Königskrone bekommen. Was ist denn das? Oh, ich glaube, das war ein ganz gutes Item. Das müssen wir gleich mal angucken. Kugelwandler gelernt, Lebenswandler gelernt, Zeitwandler gelernt. Yay. Jetzt geht's ab hier. Tombury. Ich glaube also, Tombury ist im Kampf eine totale Null, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir werden uns das gleich angucken. Aber seine Skills, die sind nicht zu verachten. Das gucken wir uns doch jetzt mal an. Also als erstes werde ich aber den armen Squall aus seinem gelben Status befreien. Ist zwar eine schöne Taktik, könnte man immer so machen, aber irgendwie stört es mich auch. Also bei normalen Kämpfen zumindest. So, jetzt nochmal bei den GFs gucken. Boah, schaut euch an, wie weit hinten der ist. Also hier kommen noch reguläre, vermute ich mal. Und da kommen dann die optionalen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele optionale es gibt. Der ist schon von vornherein Level 30. Sehr gut. Okay, wir fangen aber von vorne an. Es wurden ja auch ein paar mit ihren Wandlern fertig. Hier wird noch gelernt. Das wird noch gemacht. Das da will ich nicht. Die Wandler sind fertig. Und ja, ich will mich nicht allzu lange damit aufhalten. Gut, dann machst du das. Das gehört ja eigentlich in den Theorie-Part. Oh, da ist auch nur noch eins übrig. Langsam werden wir fertig. Wahnsinn. So, da wird gelernt. Hier Zustandswandler. Gleich mal lernen. Ja, HP 20% müsste ich auch unbedingt mal anfangen. Ich weiß nämlich, dass man bei Diablos HP plus 80% kriegen kann, wenn ich mich nicht irre. Also das ist ein Argument für sich. Muss ich auch unbedingt mal anfangen, Mensch. So, der Rest sollte klar sein. Ja, genau. Hier sind richtig geile Sachen drin. Man kann eventuell Raritäten kaufen bei Stammkunde und Senkung der Warenpreise. Sowas finde ich immer genial. Autotrank, Schrittheilung, also der hat ganz schön, ihr merkt schon, Erstschlag, der ist sehr speziell, sagen wir es mal so. Trotz allem werde ich mit dem billigen Anfeuern anfangen, auch wenn es bei ihm, glaube ich, gar nichts bringt. So, und den bekommt auch definitiv die kleine süße Selfie, denn sie hat nur zwei. Das wollen wir ändern. Tombury, hallo, willkommen im Club. So, da hat sich nichts geändert. Was waren da eben drin? Warte mal. Mal kurz mal angucken. Kam das durch den Tombury? Senkt den Monster-Level und erhöht den Monster-Level. Das ist eigentlich geil, Leute. Weil wenn wir den erhöhen, haben die geilere Zauber. Natürlich sind sie auch schwieriger, ist klar. Aber das wäre doch eine geile Herausforderung, oder? Wollen wir das? Also ich hätte Bock drauf, ganz ehrlich. Ich müsste dann nur was rausnehmen. Ich glaube, ich mache das jetzt ehrlich. Also wenn es mir zu schwer ist, kann ich es ja wieder rausnehmen, ist ja kein Ding. Aber dann können wir besser leveln, wir können besser farmen. Und ey, das finde ich geil. Wir machen die Zauber raus und machen das jetzt mal rein einfach so, weil wir es können. Geil. So, und jetzt habe ich das ganz, ganz starke Bedürfnis zu speichern. Und das habe ich seit 20 Kämpfen nicht mehr gemacht. Und wenn ich jetzt hier verrecke, weil ich dieses Level Plus drin habe, wer weiß.
Wir können ja mal gucken, ob das gleich wirkt. Mal gucken, ob der jetzt was anderes dabei hat. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube, die haben immer nur den Todzauber dabei. Aber wir können ja mal Tomberry gegen Tomberry antreten lassen. Yay, das wird spannend. Nee, okay, da ist nur Tod drin. Das habe ich übrigens vollgetrot, also fast vollgetrot, wie man sieht. Wir... Achso, Christus, nee, du kannst dann von mir raus... Ach doch, es ist voll. Dann raub mal eine Runde und Squall macht... Holt sich auch aus, oder kannst du tot... Nein, ist alles voll, sehr schön. Ach, Level Plus muss man benutzen. Oh. Warte mal, das probiere ich jetzt mal aus, das will ich wissen. Ob der dann... Ja, das ist doof, dass man das... Ich habe gedacht, das ist ein passiver Skill. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Von Tomberry um 29 gestiegen. Oh, das klingt aber heftig. Der ist jetzt nicht 29 Levels stärker, oder? Das habe ich jetzt nur anders verstanden. Oder wie ist das? Gott, das wäre ja übelst. Ja, mal bei Draw gucken. Ne, da ist immer noch das Gleiche. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu loswerden. Ob das gut ist oder schlecht, ich weiß es nicht. So, jetzt gucken wir uns mal den Tomberry König an, wenn er denn dazu kommt. Ich hoffe, das bringt auch irgendwas gegen einen Tomberry, gegen einen seiner Unterwürfigen. Naja. Nieder mit dir. Komm schon, ich will Tomberry sehen. Warum heißt er jetzt eigentlich... Ach, ja, weil ich ihn so genannt habe. Ich hätte den Anhang König hätte ich noch dazu schreiben müssen. Egal, wir wissen ja, wer er ist. Auch wenn er ein bisschen geschrumpft ist. So, schauen wir uns an. Ja, Freunde. Was soll ich dazu sagen? Er piekst einfach. Ja. Da denkt man sonst, was kommt und piekst. Es ist geil, oder? So, jetzt, ja, fall hin, während ich überlege, was ich mache, finde ich auch gut. Ich habe nämlich gerade überhaupt keinen Plan, was ich da jetzt mache. Ach komm, ich hau ab. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Das ist der 21. Nein, sogar insgesamt 22. Tomberry, den ich sehe. Ich will nimmer. Ich will hier jetzt speichern, ja. Kannst alleine hinfallen. Brauchst du mich nicht dafür. So. Ja, ist normalerweise überhaupt nicht meine Art, aber ich will jetzt echt speichern. Und außerdem ist der Part vorbei. Freunde, morgen ist Freitag, falls das mit Triple Tuyat hingehauen hat. Ansonsten gibt es noch einen stinknormalen Part, das weiß ich jetzt nicht. Und der Gast ist ausnahmsweise donnerstags. Ach, voll das hin und her heute. Weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Aber morgen geht es dann definitiv im Drapia-Garten weiter. Ich werde die Fahrt rausschneiden. Ihr kennt ja den Weg. Wir waren ja schon mal vor den Toren und haben geguckt. Und sehen uns dann vor dem Drapia-Garten wieder. Also ihr werdet nichts verpassen. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß hier mit diesem optionalen, mit diesen Zentra-Ruinen. Mir hat Spaß gemacht. Aber ich freue mich jetzt auch wieder auf die Main-Story. Bis denne!